Hallo, du bist beim Golf mit Freude. Ich bin Vaughn. Gestern bei einer Trainingsstunde habe ich eine Schülerin geführt. Nur als ich sie geführt habe, ich habe sie in diese Position gebracht, hat sie mich gefragt, wann überhaupt sollte ich winkeln? Und das ist eine wichtige Frage. Weil das Winkeln der Handgelenke, oh, das ist so wichtig für den Schwung. Das ist so wichtig, den Ball weiter zu schlagen und den Ball besser zu treffen. Wenn du siehst, ich hoffe, dass es locker bei mir aussieht, aber ich benutze meine Handgelenke sehr viel. Und durch den Ball wird dieser Winkel zwischen Schaft und Arm gelöst, was mir viel Länge bringt. Es macht die Schlagfläche gerade und ich treffe dabei auch den Boden ein bisschen später. Aber zurück zu unserer Frage, wann muss gewinkelt werden? Da kann ich dir sagen, die Handgelenke sollten entscheiden, wann gewinkelt wird. Nicht wir. Manchmal sehe ich Golfer, die so schwingen. Das sah sehr mechanisch aus, oder? Es wurde gerade ausgeholt und dann hat man gedacht, oh, ich muss jetzt winkeln. Und das ist einfach nicht fließend. Dieses Winkeln muss automatisch und fließend sein. Wenn ich jetzt meinen Rückschwung beginne, mein Gewicht leicht nach rechts verlagere, meine Schulter leicht nach rechts drehen, muss ich schauen, dass mein Schlägerkopf vor meinen Füßen bleibt. Aber dann, solange ich den Schläger locker in der Hand habe, wird das Gewicht des Schlägerkopfs dafür sorgen, dass ich winkele. Eine Voraussetzung hier ist, dass wir den Schläger locker halten. Nicht nur beim Greifen, nicht nur beim Stand, sondern während des gesamten Schwunges. Noch eine Voraussetzung ist, dass wir uns die ganze Zeit drehen. Wenn wir zu sehr stehen bleiben, dann wird gelöffelt. Und das ist nicht der richtige Handgelenkeinsatz. So, ich verlagere das Gewicht, ich drehe mich nach rechts, ich habe den Schläger ganz locker in der Hand und dann irgendwann wird das passieren. Das kann man auch übertreiben. Manchmal sehe ich, wie der Schläger losgelassen wird. Und dann wird zu viel gewinkelt. So, man muss gucken, dass man den Schläger in der Hand hat. Aber solange du den Schläger locker hältst, wird das Winkeln der Handgelenke so ungefähr da passieren. So, du musst eigentlich nicht daran denken. Du musst es gestatten, von alleine da zu passieren. Und jetzt kommt die andere Seite des Schwunges. Es muss auch da passieren. Und damit du das richtig timest, damit du beim Durchschwingen im richtigen Moment die Hände kommen lässt, musst du schauen, dass du das Gewicht verlagerst, schön frühzeitig, dass du nicht aufhörst, die Hüfte zu drehen. Und dann wirst du automatisch im Treffmoment so sein. Und dann beim Durchschwingen wird der Schlägerkopf die Hände überholen. Und guck mal, wie entspannt meine Arme sind. Meine Arme sind nicht fest. Ich habe die Arme beugen lassen zum Schluss. Die Arme waren im Treffmoment gerade. Aber das ist auch Teil des Winkels. Vielleicht fragst du, wie wird überhaupt gewinkelt? So wird nicht gewinkelt. Das ist, was meine Schülerin gemacht hat. Sie hat die Unterarme rotiert. Da, so wird gewinkelt. Die Daumen hoch. Okay, so achte, dass du die Handgelenke so einsetzt. So zusammengefasst. Lass die Hände von alleine winkeln. Du schaust, dass du das Gewicht verlagerst, dass die Griffstärke locker bleibt, dass du die ganze Zeit drehst und du wirst im richtigen Moment winkeln und du wirst auch davon profitieren. Danke für das Zugucken. Falls du noch nicht Abonnent von Golf mit Freude bist, werde das bitte. Ich freue mich, dich sehr bald wiederzusehen.